Es gibt nun verschiedene Modelle, für die diese Axiome gelten. Zum einen natürlich unsere natürlichen Zahlen. Ich kann aber auch ganz andere Modelle mir vorstellen, in denen diese Axiome funktionieren. Zwei Modelle möchte ich Ihnen vorstellen. Das eine, weil es eine sehr schöne Vorstellung und Intuition von der Wirkungsweise der natürlichen Zahlen liefert. Das ist das Perlenkettenmodell. Das zweite, das sogenannte Mengenmodell von Neumann, möchte ich Ihnen vorstellen, weil es historisch eine große Bedeutung hatte. Wir starten mit dem Perlenkettenmodell. Das besagt, dass man sich die natürlichen Zahlen wie eine unendlich lange Perlenkette vorstellen kann, die einen definierten Anfang hat. Also genau so aussieht, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Um sich klarzumachen, dass nur eine solche Perlenkette den Axiomen genügt, schauen wir uns mal vier Beispiele von weiteren Perlenketten an. Und Ihre Aufgabe wäre jetzt, um sich auch mit den Axiomen etwas anzufreunden, sich zu überlegen, welche der vier Axiome in dem jeweiligen Perlenkettenmodell gilt und welches Axiom nicht gilt. Das zweite Modell, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Mengenmodell von Neumann. Das ist deswegen so bedeutend, weil es in der Mathematik immer wieder Bestrebungen gab, alle Teilgebiete unter einem einheitlichen Überbau zusammenzufassen, eine einheitliche Sprache zu finden. Und die Mengenlehre hat sich dort als eine sehr geeignete erwiesen. Wir werden solche mengentheoretischen Definitionen beispielsweise noch im Modul MA05, wenn es um funktionales Denken geht, anschauen und dort eine mengentheoretische Definition des Funktionsbegriffs erarbeiten. Diese Bestrebungen, mit Mengenlehre die gesamte Mathematik aufzugleisen, reichten so weit, dass in den 60er Jahren eine Reform unter dem Namen New Math entstanden ist, wo man das Ziel hatte, bereits auf der Primarstufe die gesamte Mathematik mit Hilfe der Mengenlehre aufzugleisen. Die Reform gilt heute bezüglich der Primarstufe als gescheitert, sicherlich aber nicht, weil die Mengenlehre selber oder die Grundideen, die dort gemacht wurden, nur schlecht waren, sondern weil es politisch nicht sinnvoll eingefädelt wurde und in gewisser Weise vielleicht auch sehr extrem durchgeführt werden sollte. Wer sich dafür interessiert, dem werde ich hier oben einen Link einblenden, sodass Sie dort sich ein bisschen noch einlesen können. Wir schauen uns jetzt aber gemeinsam das mengentheoretische Modell für die natürlichen Zahlen an. Und das ist zugegebenermaßen etwas ungewohnt und ich erwarte nicht, dass Sie damit virtuos rechnen sollen, aber ich finde, es lohnt sich, wenn Sie es einmal gesehen haben. Neumann konstruierte iterative Mengen, also Mengen, die Mengen und wieder Mengen enthalten. Seine erste Menge, die er sich angeschaut hat, oder nennen wir sie mal direkt nullte Menge, war die leere Menge. Und das ist nachher die Menge, die die Zahl 0 repräsentieren soll. Die erste Menge, die soll jetzt alle Mengen enthalten, die zuvor schon aufgestellt wurden. In unserem Fall also nur M0. Das heißt, die Menge 1 ist die Menge, die die leere Menge enthält. M2, die nächste Menge, soll jetzt alle vorangegangenen Mengen wieder enthalten, sprich die Menge M0 und die Menge M1. Und wir erhalten also die Menge, die einmal die leere Menge enthält und die Menge, die nur die leere Menge enthält. Das Ganze können wir jetzt fortführen. M3 machen wir vielleicht noch gemeinsam, enthält also M0, M1 und M2. Und das wäre also die Menge, die die leere Menge enthält, dann eine Menge, die nur die leere Menge enthält und eine Menge, die die leere Menge und die Menge, die die leere Menge enthält, enthält. Sie merken schon, wenn ich das aufliste, dann fängt man sich an zu verheddern und ein bisschen im Kreis zu verknoten. Das ist die Schwierigkeit, die bei solchen Iterationen tatsächlich passiert. Entscheidend aber, und das ist das Spannende jetzt, dass wenn ich jetzt jede dieser Mengen als eine Zahl interpretiere, dann
werde ich feststellen, dass diese Mengen genau die Eigenschaft haben, die wir von dem Peano-Axiom uns erhoffen. Das heißt, wir nennen diese Menge die 0, wir nennen diese Menge die 1, wir nennen diese Menge die 2, wir nennen diese Menge die 3. Wir können über die Vereinigung von Mengen die Addition realisieren und damit wie gewohnt rechnen. Das reicht als kleiner Einblick in eine mengentheoretische Grundlage der natürlichen Zahlen. Wer da jetzt ein bisschen Feuer gefangen hat und etwas mehr darüber noch lesen will, dem werde ich hier oben wieder einen Link einblenden. Das ist aber nur als freiwillige Zusatzinformation gedacht und sicherlich nicht Teil dessen, was ich hier von Ihnen erwarte.